Aber Ragnar hat sowieso immer seltsame Freunde. Ich Dieser fand das so Jalan ist lustig, auch als seltsam. Jalan letzte Sitzung kam er dann zurück in die Bordler-Schembe und alles ging drunter und drüber. In dem einen Innenhof lag dann der verletzte Wartenberg und Bisfabul war im Blutrausch. In dem anderen Gang lag dann Fiona ohnmächtig und die ganzen Leute waren krank und dann ging er in die Klaschembe und suchte dann da nach irgendwelchen Leuten. Da waren halt auch nur ein Schwerverletzter und der Heiler und die anderen haben zugeguckt. Und er war dann komplett verzweifelt und fragte dann, kann mir denn hier niemand helfen? Lubdiel? Vom Clubdeals war. Ah, Sehr schön. Ich liebe Lubdiel. Ja, ne? Ich weiß nicht, ich mag den Kerl. Also es ran jetzt auch für Arche nicht vernichten, weil Lubdiel gefällt mir. Ah, den kann ich auch auf mein eigenes Schiff mitnehmen. Dann hat er bloß keinen Nahrungsvorrat mehr, dann müssen wir die Eichenkäfer mitnehmen. Aber wirklich Schiss, dass wir Viranianer da nicht rauskriegen. Das wird wahrscheinlich das Problem sein, ja. Boah, Da hättest du Bock, die zu heiraten? Also Liebe wenn sie jetzt. Zwangsweise, Wenn aber sie ich jetzt. hätte Nein, 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 zumindest, nicht halt. Ich. Bock darauf, beim Markgrafen von Warung Stein im Brett Nee, zu nee, haben. nee, fick dich, ich werde Markgraf von Wahrung. Ich rette Ich die. bin mir ziemlich sicher, der Typ, der seine Tochter heiratet, wird nicht Markgraf von Warung, weil er einen Sohn hat, der Markgraf von Warung wird, wenn er stirbt. Ich, wenn Ragnar das verhindern kann. Das Gestöhne schon wieder. Der Markgraf von Wahrung? Jetzt Wow. kommt die Wiki raus. Nee, ich guck gerade auf der Landkarte, also das ist. Das Es könnt gibt's nicht ihr. mehr viel, oder? Also aktuell ist das Rastasorsches Gebiet, da laufen Untote rum. Ja, geil. Also ich will ja nicht sagen, ne? Aber wenn dieses Land befriedet wird, dann gehört einem sowieso ein Gut, wenn man die rettet. Das heißt, wird theoretisch zum Adligen. Das heißt, es ist nicht verwerflich, dass ich sie heirate. Das heißt, ich muss nur den Sohn umbringen, falls er einen hat. Was ich aber Trotzdem allerdings verwerflich, dass bezweifle. du sie heiratest, weil du Niederadliger bist und sie nicht. Na und? Und? Wo ist denn Myria? Wo kommt denn Myria her? Myria ist aus Schnattermoor. Also Myria ist Das aus die Tochter Meersingen. des Barons von Schnattermoor, der aber ein von Mersingen ist. Während die Familie Schnattermoor ein Junkerngut in der Baronie Schnattermoor hat. Opfer. Also wenn Ragnar Myria heiratet, ist er über dir. Nee, ja, er darf sich dann Dann Baron wird nennen, er der, dann wird er der obwohl er halt der Baron. Mann. Das Oh ist das yeah, Miriam! Schizophrene an dieser. Man hat irgendwann mal gesagt, ja, Kinder, ihr Geschlechtergleichheit, Frauen können herrschen und hast du nicht gesehen. Hat sich aber nicht drüber nachgedacht, dass es die Titel total durcheinander wirft. Wenn du in einem historischen Setting bist und du hörst die Baronin, weißt du automatisch, das ist die Frau von dem Baron, der der Herrscher ist. Wenn du in DSA bist und hörst die Baronin, musst du dir erst überlegen, ist das die Frau von dem Baron, der der Herrscher ist, oder ist sie die Herrscherin der Baronie? Ja, das ist immer Das schwierig, das bringt stimmt einen so auch. dermaßen durcheinander. Ist doch egal, die haben beide die gleichen Rechte. Eben nicht, einer hat das Lehen und der andere ist nur angeheiratet, aber die beherrschen die Baronie nicht. Doch, eigentlich schon. Und wenn Eigentlich haben sie die er, wenn gleichen er Rechte. abkratzt, wenn er abkratzt, übernimmt sein Kind die Nachfolge und nicht sie. Eigentlich haben sie beide gleich viel Einfluss, aber es gibt halt immer einen von beiden, der dominanter ist. Was Pass auf. normalerweise immer derjenige ist, der den höheren Einfluss vor der Ehe hatte. Pass auf. Nehmen wir an, Ragnar heiratet Myria. Myrias Alter kratzt ab, ich weiß den Namen gerade schon gar nicht mehr. Ach, richtig, weil es keinen gibt. Myrias Alter kratzt ab. Richtig. Myria wird die Baronin von Schnattermoor. Ich werde Baron von Die Baronin Schnattermoor. von Mersing zu Schnattermoor. Dann ist nach Ragnar Sicht der Baron von Mersing zu Schnattermoor nennen. Aber wenn sie stirbt, erbt ihr Sohn oder ihre Tochter und nicht Ragnar. Du bist doch nur mad. Ich bin mad, auch, ja. Ich bin mad auf alles. Ich bin mad über Elfen, ich bin mad über Ragnar, ich bin mad über die Erbfolge im Ich meine, Mittelreich. ja, Guckt das euch das stimmt doch mal gar nicht, dass an. der Sohn erbt. Guckt euch Reden wir gar nicht mal. erst von Rohaya. Guckt euch mal eine Tobrienkarte an. Also wenn Ragnar Myria heiratet, dann bekommt er den nördlichen Teil bis Pereinefurten. Und dann wird Was? Jalan heiratet dann Perrhaen-Jaane, wenn sie überlebt, und wird dann Herr von Warung, beziehungsweise Krützdorf und Preyosau und wie das alles heißt. Also erstmal kriegt Ragnar nicht den Teil von Pereinefurten. Ragnar kriegt irgendwo eine furzkleine Baronie hier oben. Ja, Ja, bei solange ich über dir stehe, du schönes Lappen. End. Wenn ich jetzt den Schild des Reiches aufmache, kann ich, glaube Also ich, alles solange ich haben. über dir stehe, reicht mir das, du Lappen. Dann kann ich dich rumkommandieren. So, Herr Das Junker. müsste man dann in-game ausdiskutieren. Mit anderen Worten, Jalan sucht nur die passende Braut. Stimmt, ist er nicht irgendwie dahin gefahren, Ja, um er da ist irgendwie Adlig. Die warten Heldentaten zu erleben? prinzipiell darauf, dass sie gewinnbringend verkuppelt werden. Sogar sagen, du bist auch irgendwie jetzt hier unterwegs, nur um Heldentaten zu vollbringen, damit du eine bessere Partie für Frauen bist, ne? Weil du so ein hässliches Stück Scheiße bist. Verlier du mal ein Auge in Ezelia. Ja, Komm dir gleich darüber. komm doch.
Oh, warte. Lubdil ist bei mir. Lubdil, charge! Er macht Body Slam. öffnet sein T-Shirt und springt Yalan mit seinem Schimmelbauch an. Er reißt sich sein T-Shirt runter und dann drückt er mit seinem Schuppenbrusthaar. Schuppenpanzer. Schuppenbrusthaar, wenn ich bin da. Und er hat sich in Wahrheit einfach Nagas Krabbenschild um die Brust gebunden. Aber Lubdil ist schon eine kleine Missgeburt, ne? Frag mich echt, was mit dem passiert ist. Bin aber trotzdem klasse. Auch wenn ich ein bisschen zu viel ausnutze. Ich fand das kleine Krokodil fand ich cooler. Lido Kork fand ich cooler, ja. Wir müssen uns ein Stück von der Seeadler besorgen. Was hatten wir denn noch? Hatten wir nicht doch irgendwas? Dass ich wüsste. Wir hatten die Maraska, aber die hat nicht geredet. Nee. Alrike Hulberger hatten wir noch. Wir müssen über etwas sehr Wichtiges reden. Wir hatten Alrike Hulberger.